Moin YouTube, liebe Messerfreunde. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich lebe zurzeit bei mir auf dem Balkon. Ich habe den Vorteil, dass mein Balkon nach Osten rausgeht. Das heißt, so ab dem frühen Nachmittag liegt er im Schatten und es ist dort jetzt wesentlich angenehmer als oben bei mir im Turmzimmer. Da habe ich so ein bisschen Angst, dass die Gummifüße meines Stativs am Tisch festkleben, wenn ich da oben sitze. Da habe ich so etwa 60 Grad Celsius. Und von daher dann doch lieber hier auf dem Balkon. Ja, dieses Video wird ein kurzes Update-Video zu meinen Erlebnissen mit Böker. Ich habe ja den Kundendienst ausprobiert, nachdem ich etwas Probleme hatte mit meinem Excalibur 2 Titan. Wenn ihr wissen wollt, wie Böker reagiert hat, dann bleibt dran. Ja, ich war ja sehr positiv gestimmt, nachdem ich eure Kommentare unter meinem letzten Video gelesen hatte. Dort hieß es mehrheitlich, dass Böker sehr unkompliziert sei, was den Kundendienst angeht und auch sehr kulant reagieren. Deshalb habe ich auch nicht gedacht, dass viel schief gehen kann, wenn ich einfach zum Telefonhörer greife und anrufe, um die Retoure des Messers abzusprechen. Ich hatte da eine Dame am Telefon, der ich geschildert habe, was ich getan habe, nämlich, dass ich zunächst den nicht ganz hundertprozentig stehenden Klingenstand korrigieren wollte und dazu alle Schrauben lösen wollte und im Zuge des Ganzen dann auch das Messer komplett zerlegt habe. Und als ich das erwähnt habe, dass ich das Messer komplett zerlegt habe, hat sie sofort gesagt: Ja, tut mir leid, Herr Müller, da können wir nichts für Sie tun. Die Garantie ist damit erloschen. Und ich glaubte gar nicht, was ich da gehört habe und habe dann nochmal darum gebeten, dass sie mir das erklärt. Und sie sagte ganz klar, ja, das sei so. Wer das Messer auseinander nimmt, dessen Garantie erlischt. Ich hatte vorher auch die Schraubensicherung erwähnt, die ja erst dazu geführt hat, dass die Schrauben durchgedreht sind. Und da meinte dann die Dame, dass das Böker auch tatsächlich mit Absicht macht, weil sie eben das Zerlegen der Messer verhindern wollen. Ich habe dann natürlich gefragt, warum sie denn überhaupt noch Werkzeug beilegen. Dieses Werkzeug impliziert ja, dass man selbst Hand anlegen kann an das Messer. Daraufhin meint sie, ja, das wäre aber nur für die Achsschraube. Und dann sage ich, ja, aber wenn es nur für die Achsschraube ist, die muss ich dann ja auch lösen können mit dem beigelegten Werkzeug. Und selbst das war ja nicht möglich. Wenn ich jetzt wirklich nur versucht hätte, den Klingenstand zu zentrieren, hätte ich ja trotzdem die Achsschraube zumindest anlösen müssen, um da irgendwas zu machen. Und eigentlich auch die beiden Schrauben am Griff, denn normalerweise löst man wirklich alle Schrauben, wenn man den Klingenstand zentrieren möchte und nicht nur die Achsschraube. Auf dieses Argument von mir hat sie dann keine richtige Antwort mehr gewusst und bat mich dann um einen Moment Geduld. Sie wollte da nochmal Rücksprache halten und nach etwa 1 bis 2 Minuten hat sie sich wieder gemeldet und meinte, sie hätte mit der Vertriebsleitung gesprochen und ich sollte das Messer zu Böker schicken. Sie würden mal sehen, was sie aus Kulanz für mich tun könnten. Ich habe dann nochmal darauf hingewiesen, dass ich das Ganze etwas merkwürdig finde, dass es jetzt nur auf Kulanz funktioniert, bin aber dann natürlich darauf eingegangen, habe gesagt, okay, dann schicke ich das mal dahin und war halt auch ein bisschen gespannt, was dann passiert. Mit dem Messer habe ich auch noch ein etwa zweiseitiges Anschreiben beigelegt, wo ich nochmal schriftlich genau aufgeführt habe, was ich gemacht habe, was die Intention dabei war, dass das Messer grundsätzlich einen sehr positiven Eindruck auf mich gemacht hätte. Nur der nicht ganz optimale Klingenstand hat mich dann darauf gebracht, doch mal das beigelegte Werkzeug auszuprobieren, um dann meinen Zuschauern des YouTube-Kanals, den hatte ich nämlich im Schreiben auch erwähnt, darauf aufmerksam zu machen, dass man den Klingenstand auch mit den beigelegten Werkzeugen wieder zentrieren könnte. Außerdem habe ich dann nochmal darauf hingewiesen, dass ich sehr, sehr viele Messer schon von
Bücher besessen habe und bisher überhaupt keine Probleme hatte, auch mit dem Zerlegen der Messer keine Probleme hatte und das jetzt hier zum ersten Mal aufgetreten ist. Und habe auch nochmal darauf hingewiesen, dass sie sich mit dieser Entscheidung, so starke Schraubensicherung einzusetzen, sicherlich keinen Gefallen tun, denn alle Messerenthusiasten und Messersammler werden natürlich auch weiterhin versuchen, selbst Hand anzulegen, das Messer zu zerlegen, um es mal vernünftig zu reinigen. Darauf sagte die Dame zum Beispiel, das Messer müsste zur Reinigung gar nicht zerlegt werden. Es könnte auch einfach mit ein bisschen heißem Prielwasser abgespült werden. Was man von dieser Aussage halten soll, weiß ich jetzt auch nicht. Ich denke schon, dass irgendwann mal der Zeitpunkt gekommen ist, ein Messer auch komplett zerlegen zu müssen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte das Messer, glaube ich, vorgestern eingeschickt und gestern bekam ich dann schon von DHL mitgeteilt, dass ich heute ein Paket zu erwarten habe von Böker. War natürlich extrem gespannt, habe mit dem Schlimmsten gerechnet, dass sie nämlich einfach mir mein altes Messer unrepariert zurückschicken. Aber meistens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Ich habe ein niegelnagelneues Messer bekommen von Böker. Ist mir sofort aufgefallen, als ich die Verpackung geöffnet habe, denn hier lag jetzt auch die Garantieerklärung mit drin. Die fehlte in meiner Verpackung. Dann habe ich natürlich auch gleich die Seriennummer verglichen. Das hat jetzt die 177 und meins lag, glaube ich, irgendwie in den 200ern, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Der Klingenstand ist allerdings auch bei diesem Modell etwas suboptimal, steht also nicht ganz mittig, allerdings auch weit genug entfernt von den Platinen, sodass es da keine Probleme geben sollte, dass die Klinge an den Platinen reibt. Was mir aufgefallen ist, ist, dass dieses Messer deutlich schwergängiger ist als mein altes. Das fiel ja fast von alleine. Und hier ist es doch schon sehr definiert, was den Klingengang angeht. Ich werde da jetzt aus gutem Grund nicht weiter dran rumbasteln. Wäre jetzt vielleicht doch ein bisschen peinlich, da jetzt nochmal mit Böker sprechen zu müssen. Ich hoffe, dass sich das Ganze jetzt damit erledigt hat. Ja, jetzt weiß ich auch nicht, was ich so recht vom Böker Kundendienst halten soll. Zum einen ist natürlich sehr positiv zu nennen, dass sie sehr, sehr schnell reagiert haben, mir jetzt sehr schnell ein Austauschmesser geschickt haben, auch wenn es nur aus Kulanz war. Das hat also sehr, sehr gut geklappt. Aber grundsätzlich habe ich natürlich ein bisschen Probleme mit der Aussage von Böker, dass das Zerlegen des Messers nicht gewünscht ist, dass sie auch weiterhin die Schraubensicherung einsetzen werden, um das zu verhindern. Mit dieser Entscheidung wird sich Böker sicherlich keine Freunde machen bei uns in der Gemeinschaft und ja, mal gucken, was da noch an Reklamationen auf sie zukommen wird, wenn auch andere die Erfahrung machen, die ich jetzt machen musste. Das soll es gewesen sein für dieses kleine Update-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es bei mir heißt: Moin YouTube, liebe Messerfreunde. Bis dahin, tschüss!